Martin Rütter. Über 500.000 verkaufte Bücher. Über 250.000 Showbesucher. Ich habe die Hölle gesehen. Klar können Sie Deutsch, können Sie auch Hund? Jetzt mit seiner Live-DVD. Das haben die ja noch nie gemacht. Hund Deutsch, Deutsch Hund. Aus! Wir sind hier auf dem Hundeplatz, da weht ein anderer Wind, Leute. Ich merke schon, ist so eine Art Berliner Rudel, hat sich gebildet, ne? Das ist wirklich ganz spannend. Ich werde natürlich auch in meinem Alltag mit Fragen bombardiert. Kann man sich gar nicht vorstellen, was das für ein Gefühl ist, in der Sauna zu sitzen und jemand tippt einen auf die Schulter und sagt, ich weiß, es ist gerade schlecht, aber ich habe da mal eine kurze Frage. Ne? Und eigentlich kann man sagen, dass sich die Themen sehr häufig wiederholen. Wir Menschen, alle, wie wir hier sitzen, machen Dinge gemeinsam falsch. Sehr, sehr ähnliche Problematik. Ein Kernthema, nichts Neues für euch, Vermenschlichung. Wir vermenschlichen die Hunde bis zum Abwinken. Uns fällt es extrem schwer, den Hund als einen Hund zu betrachten. Da kommen so Sätze wie, guck mal, da kommt der Papa. Guck mal, da kommt der Papa. Also versprochen, das ist biologisch nicht möglich. Und auch der Versuch ist strafbar, ne? Nur zur Info. Wer von euch hat einen erwachsenen Hund und füttert den zu halbwegs festen Zeiten, wo man sagt, komm, immer so gegen... Die meisten Menschen tun das. Auch das macht ja wieder Sinn. Ich hatte, glaube ich, heute schon mal darauf hingewiesen. Der Hund soll ja vom Wolf abstammen. Und das ist in der Natur auch immer so. Punkt 18 Uhr kommt der Hase. Ne? Aber Punkt 18 Uhr... Und... Weil das ja ein eher kooperatives Tier ist, hopft der dann schon mal auf den Baumstamm drauf, damit der Wolf nicht mehr... Überleg dir das mal. Wir füttern einen Hund zu festen Zeiten, dann ist er wohl völlig gaga. Für uns ist das eine Hilfe. Denn wir wissen ja, wenn du den dann und dann fütterst, muss der dann mal diesen berühmten Haufen machen. Für uns ist es eine Erleichterung, für einen Hund ist Quatsch. Jetzt meinen die Menschen es aber gut, der Hund hat den ersten Tag im neuen Zuhause und die Züchter haben uns doch diesen Speiseplan mitgegeben. 8 Uhr, 12 Uhr, 16 Uhr, 20 Uhr. Das Tier muss doch viermal am Tag fressen. Sonst verstirbt es vielleicht. Ja? Kein Risiko eingehen, das war ja teuer. Ja? Denkt der Mann. Uns ist das einfach nicht so bewusst. Uns fällt das gar nicht so auf. Hausbesuch, Hund liegt da rum, die Leute hören zu, ganz konzentriert. Plötzlich steht der Hund auf, geht zur Gartentür und macht... Die ganze Truppe springt auf, ab zur Balkontür, Tür auf, Hund geht raus. Ich sag, was ist denn jetzt? Ja, vielleicht musste der doch mal. Ich sag, weißt du, was das jetzt war? Tür auf, zackig, Leute. Und du rennst da direkt los. Ja, so habe ich das aber noch nie gesehen. Ja, so ist das aber. Wir Menschen reden uns ein, wir haben dem Hund ja beigebracht, wenn wir Hopp sagen, geht der auf die Couch, ansonsten nicht. In Wahrheit hat der Hund uns beigebracht, pass mal auf, wenn ich mich vor die Couch stelle, hast du 30 Sekunden Zeit, um Hopp zu sagen, ansonsten gehe ich da trotzdem drauf. Fertig, aus. Ja? Jeder, der deinen Hund nicht mag, den hasst du. Wenn der, ist ja so, wenn der Nachbar zu dir sagt, kommst du heute rüber zum Grillen und du sagst, kann ich meinen Hund mitbringen? Und der würde sagen, dieses stinkende, unerzogene Vieh, ist wohl Ende mit der Grillfete, ne? Da gehst du nicht mehr hin.